Ja, herzlich Ja, willkommen. Nein, ich rede. Stopp. Was? Also ja, herzlich willkommen zu diesem Thomas Talk Thema. Wir reden heute über Thomas Home Media halt DVDs und VHS-Kassetten, wann sie erschienen sind, was drauf ist, was sie besonders macht und warum da Gesetzent stinkt. Ja, das werden wir alles in diesem Video erfahren. Stop Ja. lying. Ich fange an. Stop lying, you little shit. Du little shit, you sassy bucka. Okay, also als erstes kam 1996 von Funky Fun for Kids kamen die ersten VHS-Kassetten raus. Und zwar Staffel 1 bis 4 war komplett erhältlich. Wie ist die Folge nochmal? Ohne Ball kein Spiel wurde abgebrochen. Und damit ist Staffel 4 nicht komplett dann erschienen. Und 2000 hast du gesagt, ne? Aber warte, wir müssen diese Kassetten im Detail analysieren, damit das Video auch Weiter. Watchtime bekommt. So. Dann Also, 1996 kamen die VHS-Kassetten von Funky Fun for Kids oder wie der heißt, halt irgend so ein Viech auf der Box immer so. Ja, ich weiß gerade nicht, wie das Opening davon ist und wie es halt ist mit dem Titel und Song und so und am Ende. Auf jeden Fall kamen halt 20 VHS-Kassetten raus, die sammelbar waren. Und die meisten hatten halt Staffel 3 oder 2 oder manchmal, ich glaube, bei einer Folge hatten die ein Promobild von Dreckige Dinger. Ja. Ich glaube, das war besser spät als nie. Ja, diese VHS-Kassetten hatten 5 Folgen. Sind fucking überteuert. Ich gebe da nicht für 5 Euro, 5 Folgen und 5 Euro aus. Das ist ja mega dumm. Ja, sie hatten auch. Sehr seltene Folgen wie die Flucht. Das ist eine verlorene Folge und deswegen will ich die mal snaggen. Ja. Sie kamen raus, bevor sie halt dann in 1996 halt, 1998 halt, kam es auf RTL, halt RTL 2 lief und ja. Also, das ist zumindest so eine Vermutung, weil ja, angeblich wurden die 98 zum ersten Mal jemals in Deutschland ausgestrahlt, aber es gab auch irgendein Land, wo Staffel 11 zum Beispiel, wo das nicht gleich im Fernsehen ausgestrahlt wurde, sondern sofort auf Home Media auf DVD rausgebracht wurde und so ist es wahrscheinlich auch im Weiß ich deutschen schon. Raum gewesen. Ja. Dann kam 2000, hat die Firma Karussell Staffel 1 bis 5 komplett gemacht. Es gab 9 Teile und eine DVD. Und Staffel 1 bis 2 waren komplett. Staffel 3 wurde abgebrochen. Warum auch Nein, immer. ich weiß sogar den Grund davon. Ja, dann sag's. Nee, ich habe den auch schon mal in einem Video von meiner Sammlung erläutert, nämlich Staffel 3 wurde abgebrochen ab schöner Mist. Ich glaube schon wieder diese hieß die Folge. Weil dann haben sie sich gedacht, jo, lass mal ein Hörspiel draus machen. Also haben sie halt im Stil, wie diese Dinger, Hörspielkassetten und CDs rausgebracht. Es Ja. sind insgesamt 3 erschienen mit der restlichen Staffel 3. Ich werde auch vielleicht die Flucht an die Audio davon hochladen, wenn ich lustig bin. Ja, guck Und das Video an. dann haben Und sie. warte noch. Sie haben eine ganz andere Struktur halt benutzt vom Abspann und so. Und es gab ganze 10 Folgen, was ultra Pluspunkt war. Und hatten auch diese gemalten Promo-Bilder, die immer sehr schön waren. Und dann Ja. haben sie Staffel 4 und 5 abgebrochen. Nein, Und Staffel 4 gibt's vollständig. ja, okay, dann haben sie Staffel 4 komplett gemacht. Dann kam. Cold Stands By! Beste Folge! Und dann kam 2003 das letzte Werk raus, und zwar die Thomas und seine Freunde Teil 1 DVD, die ich in meinem Geburtstagsvideo gezeigt habe. Guckt es euch einfach an. Und da sind halt die ersten beiden Videofolgen drauf und die ersten 20 Episoden der TV-Serie. Und ja. Also diese DVD kostet auf Amazon 9 Euro. Nein, 7. Aber als wir sie bestellt hatten, hat sie 9 Euro gekostet. Ist eigentlich wie bei der Hast Thomas. Lieben. Ist wie bei der Thomas-Abkürzung DVD. Die hat zuerst 64 Euro gekostet, dann wurde sie auf 7 Euro runtergesetzt, also dann hat sie 7 Euro gekostet und jetzt kostet sie 37 Euro und jetzt bestimmt ist schon wieder ein anderer Preis, also macht keinen Sinn. Ja, und bei Karussell, eine saugute Firma für Hörspiele, also Karussell ist für mich halt Kindheitsfam. Halt sehr viele
das Preußerzeug, das interessiert niemanden, aber es ist einer der richtig großen Player im Hörspielmarkt mit Europa und ich glaube, es war noch, keine Ahnung, wie das hieß. Und dann wurde die Firma, ich glaube 2006, umbenannt und war immer so komisch für mich, weil ich hatte ein paar Kassetten von Die kleine Hexe und Räuber Hotzenplotz, die von der gleichen Firma waren und sich genauso angehört haben. Und zum Beispiel wurde es dann umbenannt in Spektrum und hatten dann eine halbe CD halt als Logo. Und ich glaube, also ab 2004 kam dann, sage ich mal, also 2004 kam dann die ersten DVDs raus, angefangen mit der Freunde helfen Freunden. Und es gibt sogar zwei seltene Versionen, und zwar zwei alternative Versionen von den ersten zwei DVDs von Freunde helfen, von Helden auf Schienen. Gab es, glaube ich, wo Salty mit auf den Cover war, und das war auch so in einen lila Ton gemacht. Aber ich weiß nicht mehr, wie es mit Freunde helfen Freunden war. Da war es einfach Thomas, das genau gleiche Cover halt mit lila, und ich und Jack und Pack Folgen haben vor so einem Monat oder so, waren wir in einem Discord-Call und er hat mir davon erzählt, davor wusste ich nie, dass sowas existiert. Ich hab das. Dann wollten wir uns die zusammen snaggen, hast du aber noch nicht gemacht, aber ich werde sie mir irgendwann snaggen. Ich glaube, ich werde sie mir. Ich werde. Dann kam. Diese DVD gibt es auf Rebuy zu kaufen. Ich kaufe mir die, glaube ich, irgendwann mal auf Rebuy, weil ich habe mir keine Lust. Weil meine Eltern wollen halt nichts auf eBay. Also meine Mutter hat zwar einen eBay-Account, aber möchte nicht, dass ich darüber irgendwie was bestelle oder so. Und dann es gab, glaube ich, ungefähr 8 DVDs, ich weiß nicht, korrigier du mich, falls ich unrecht bin, 8 DVDs der klassischen Serie, richtig? 9. Ja, 9, ja. Und ja, also ja. Ja. Ja, sie haben halt irgendwelche Folgen, die halt zu einem Thema passen, genommen. Das ist der ideale Weg, diese Folgen zu sehen. Zum Beispiel Freunde helfen Freunden sind halt so Folgen über halt Zusammenhalt und Helden auf Schienen halt so Gruselfolgen, wo man zugibt, dass man Angst hat. Ist nicht so Schlimmes. Ja, by the way, Douglas, the number 10 engine, der Sohn hat einfach geliebt, der muss offline. Finde ich nicht gut von ihm. Es gibt Staffel 1, außer Entgleist, die Folge habe ich sogar, komplett auf DVD, ohne Super-RTL-Logo. Also es gibt Staffel 1 fast komplett auf DVD, 25 Episoden. Staffel 11 gibt es komplett auf DVD, wenn dann auf verschiedenen. Und auf der Abenteuer der Loks DVD sind halt die letzten 6 Episoden von Staffel 11 drauf. Und dann gibt es Staffel 13 bis 17 auf DVD, wenn dann noch Kevin Hilf Cranky fehlt. Und keine Sorge, Kevin Hilf Cranky kann ich trotzdem hochladen. Denn ich glaube, Edward 02 hieß er, hat nämlich eine Audiodatei hochgeladen. Und die werde ich dann einfach unter der originalen Folge runter machen. Und dann werde ich noch die Lokomotivmappe und alles mit einfügen. Und dann kommt die Folge schon auf CGI, Thomas. Also ja. Und Staffel 22 ist vor kurzem auch komplett auf DVD erschienen. Und zwar mit der letzten DVD, die ist am 14. Mai diesen Jahres erschienen. Ich glaube, Abenteuer auf Sodor hieß sie. Bist du noch da? So, ja, ich bin wieder da, hallo. Achso, ich habe gerade erzählt, dass bis Staffel 22 alles auf DVD gibt. Jetzt kannst du... Ja, und ja. Zum Beispiel, viele denken, dass es zum Beispiel die Folgen Thomas und Notori und der elegante Herr und Kohle halt nicht auf DVD gibt. Das stimmt aber nicht. Die gibt es auf DVD dank den Aldi-DVDs. Ja. Ja. Ah ja. Ja, stimmt. Und deswegen denken halt nur Leute, es gibt die Super-Television und die andere Version. Es gab auch sowas mal mit dem Mandela-Effekt, und zwar hat Late Jurassic auch davon mal erzählt, ich glaube, dass Bertie auf einem Cover war. Korrigiert mich einfach mal in den Kommentaren. Auf jeden Fall, ja. Die neue Serie gibt es auch komplett auf DVD, und zwar es fängt an mit Hurra für Thomas
Und ja, und ich war gerade wieder weg, weil meine Oma mich gerade genervt hat. Achso, ja, ich habe gesagt, dass es Staffel 8, also dass es auch neue Serie auf DVD gibt, und zwar angefangen mit Hurra für Thomas, DVD Nummer 8. Ja. Und da, kann ich noch schnell sagen? Ja. Auf den DVDs, also bei den klassischen Folgen, das ist gut, da haben die immer 9 Folgen genommen und das hat, glaube ich, immer 45 Minuten gemacht oder 40. Und bei den neuen Serie-DVDs finde ich das schon ein bisschen zu wenig, dass man nur 4 Episoden klatscht und dann noch den Lokomotiven abhält. Man könnte doch einfach so machen, dieser instrumentale Lokomotivenappell, dann Hallo, willkommen auf der Insel Sodor, dann kommen die ganzen Folgen und dann könnte man sogar noch mehr machen und dann am Ende könnte man erst den Lokomotivenappell machen und dann diese coolen Lokomotivenübergänge, die es auf Jack in the Pack DVD gibt, mit denen, wo die Loks so animiert sind und fahren, das wäre besser. Das ist, glaube ich, auf den englischen DVDs immer so. Dadurch haben die halt sehr viel Watchtime rausgekriegt, einfach nur von Intros. Intros dauern länger als die ganzen Folgen insgesamt oder gleich lang. Und dann haben die, glaube ich, auch auf irgendeine DVD 5 und dann sogar auch 6 Folgen genommen. Also so 60 Minuten. Und ja, das war der Thomas Talk. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Warte mal, jetzt ist schon zu Ende? Ja, ich habe halt nichts mehr zu sagen und ich muss halt auch schon offline. Achso, okay. Ja, gut, das war's mit Thomas Talk und ja, fragt einfach in den Kommentaren, wir nehmen sehr gerne Gäste mit bei uns auf. Ja. Das war's auch schon. Habt einen schönen Tag. Tschüss und ja, haut rein. Und ja, haut euren, wie hast du das gesagt, auf so ein Brett, euren Penis auf ein Brett. Du Sohn. Du. Als ob, ja, okay, haut euren Penis auf ein Holzbrett und ciao. Genau so. Tschüss. Haut rein. Tschüss.